Aber jetzt stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, was hat dieser Verlust des Regenwaldes irgendwo ganz anders auf der Welt eigentlich mit mir hier in Deutschland zu tun? Also wenn ich jetzt rausgucke, ich habe hier sogar ein paar Bäume vor der Haustür, da ist doch irgendwie alles okay. Ich habe grüne Parks oder vielleicht Wälder in der Nähe. Ich habe genug zu essen, zu trinken und ein Dach über dem Kopf. Ich bin doch jetzt gar nicht von diesem Verlust der biologischen Vielfalt, wo ich eben von erzählt habe, oder speziell von dem Verlust der Regenwälder, betroffen. Aber das stimmt leider nicht ganz so. Also ihr habt ja vielleicht selbst schon mal davon gehört, dass wir zum Beispiel immer weniger Insekten hier haben. Man spricht immer von dem großen Insektensterben. Oder vielleicht habt ihr es jetzt auch im Frühjahr gehört, dass weniger Singvögel im Garten unterwegs waren an den Futterstellen oder so. Das sind kleine Beispiele, aber leider muss man dieses ganze System in seiner Komplexität sich anschauen. Also wenn diese Vielfalt verloren geht, von der ich eben erzählt habe, dann wird das Ökosystem, wo ja alles voneinander abhängt und wo wir Menschen eben nur ein Teil von sind, gestört. Das äußert sich zum Beispiel im Klima. Es wird wärmer, davon hören wir immer, die Luft ist nicht mehr so rein und das alles hängt damit zusammen, dass zum Beispiel Regenwald abgeholzt wird und diese Bäume sind neben den Lebensraum für Tiere oder diesen wichtigen Arzneimitteln oder anderen Stoffen für Menschen, sind es auch wichtige CO2-Speicher. Davon habt ihr bestimmt auch schon mal im Biounterricht oder so gehört, dass die CO2 aus der Atmosphäre binden können und außerdem wichtig für den Wasserkreislauf sind und damit eben Einfluss auf das Klima weltweit haben. Das heißt, wenn wir diesen Regenwald nicht mehr haben, kann es sein, dass es auch bei uns irgendwann wärmer wird oder dass nicht mehr so viel Lebensmittel angebaut werden können und unsere Ernährung vielleicht irgendwann auch in Gefahr ist. Also was ich damit sagen will, ist, dass wenn man in dieses Ökosystem, was ineinander super von selbst funktioniert, wenn wir da eingreifen und Sachen rausnehmen oder eben Lebensraum zerstören, hat das Auswirkungen auf ganz viele verschiedene Punkte. Ein anderes wichtiges Beispiel sind zum Beispiel Krankheiten. Es gibt Krankheitserreger, die nur bei wilden Tieren zum Beispiel vorkommen. Ich als Tierärztin beschäftige mich natürlich viel damit. Und die leben dann irgendwo ganz abgeschieden, wo keine Menschen leben, weil die dann zum Beispiel in ihren Regenwald dort haben und dann ist das kein Problem. Aber wenn wir Menschen immer weiter in diesen fremden Lebensraum wie den Regenwald vordringen und dort anbauen, Städte bauen oder Tiere jagen oder all sowas, kann das passieren, dass diese Krankheiten von den Tieren auch auf uns Menschen übertragen werden und plötzlich eine Gefahr für uns darstellen. Und ein ganz akutes Beispiel dafür ist die Corona-Pandemie, weil die wurde auch anfänglich von Tieren nur übertragen und plötzlich ist dieser Erreger auch auf den Menschen übergesprungen. Und da merken wir ja, dass unser tägliches Leben extrem eingeschränkt ist.